Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Oddworld New and Tasty Episode 8. Mein Name ist Suicide Snowman und... mein Name ist Suicide Snowman und das letzte Mal haben wir... Jetzt habe ich mich wiederholt. Egal, machen wir einfach weiter. Mit Elum hier ihn kennengelernt, den kleinen Freund hier rechts. Müssen wir mal schauen, was die... genau, finde. Den... Lift für Elum. Okay. Ja, das heißt, wir müssen schauen, dass wir den Lift finden, um Elum nach oben zu transportieren, so wie ich das jetzt interpretiere gerade. Und machen wir also... Wow. Ganz ruhig, Kollegen. Ich ist hier nicht ohne mit den Minen. Okay, wie machen wir das hier? Der Schalter für dieses Teil ist auch mittendrin hier. Mit den Kronkorken kommen wir nicht weit. Und den können wir aber auch so nicht einfach übernehmen. Das heißt, zack, zack. So kommen wir auf jeden Fall mal ein Stückchen höher. Aber ich kann hier... Nein, das geht nicht. Das habe ich jetzt aber fast schon gedacht. Die Frage. Okay. Wir müssten theoretisch noch höher. Ah, das funktioniert so jetzt nicht irgendwie. Ja, gut, das habe ich mir gedacht. Na dann. Nächster Versuch. Nach unten geht es hier wahrscheinlich auch nirgends. Nein! Da sind wir unten aufgekommen. Okay. Ich bin gerade echt, also spontan fällt mir jetzt direkt keine Lösung ein. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Und da können wir halt echt nichts tun. Was schön wäre, wenn wir Steine finden würden. Natürlich, das wäre natürlich der optimale Fall. Das bringt nichts, immer noch nicht. Hatten wir ja eigentlich sogar schon ausprobiert. Aber hey. Wir warten jetzt, bis der. Genau, und dann. Nein, das funktioniert auch nicht. Ich habe gedacht, vielleicht schafft er den Sprung, aber nee. Zu hoch. Zu weit weg. Das ist so nicht machbar. Hier geht es ja auch nirgends entlang. Und zurück kommen wir auch nicht. Ach. Aber hier war jetzt nirgends der Lift und ich habe ihn einfach übersehen, oder? Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Das Werfen bringt hier natürlich auch nichts, denn wir haben keine Steine und bloß mit den Kronkorken, da reagieren die Minen nicht. Ach verdammt, das sind doch sogar... Ist der sogar aktiv, oder... Doch, der ist ja aktiv. Ich habe die Blätter nicht gesehen. Oh, das war jetzt blöd. Ja, aber manchmal ist man einfach blind. Ich habe gedacht, ich muss den Hebel betätigen, aber wahrscheinlich kann ich mit dem Hebel... So, eher die Plattform wahrscheinlich anrufen. Jetzt kann man nämlich hier rüber. Zack, zack. Und drittes Mal, ein viertes Mal, fünftes Mal. Ja klar, Plattform, da ist ja auch die Pfeile. Jetzt, hier, mach mal den da. Oh Gott, bewegt sich das langsam. Also jetzt ist es auf der Ebene höher. Ja, was mache ich denn heute für ein Chaos? Greif dich. Nee. Komm. Komm her. Muss ich mit dir jetzt da drauf reiten? Das ist jetzt dein Ernst. Und dann wieder absteigen. Genau. So, komm mal doch noch hoch. Ich hab schon gedacht, ich bin blind und... Ja gut, ich war blind und hab's nicht gesehen, aber...
Komm her. Jetzt kommt er mit. Wir können auch wieder aufsteigen. Splinter, coming soon. Oh, verdammt, 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 verdammt. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt. Ja, ich glaube, ich habe es schon oft genug gesagt. Ach, komm mit. Verdammt, was ist denn heute los? Ich glaube es ja wohl nicht. Und jetzt. Ja, genau so will ich das haben. Zack. Oh. Der war knapp. Der war verdammt knapp. Okay. Alle guten Dinge sind drei, deswegen. Follow me. Komm. Los. Jetzt. Ja, brav. So, ein bisschen früher in diesem einen Part. Da, da, jetzt. Und, ja, wir haben es geschafft. Gemeinsam überstanden sie Slicks und Eingeborene und entkamen den Bienen wie zwei Eingeschworene. Ich finde, die zwei verstehen sich ja auch ganz gut. Also, kann man nichts sagen. Wollen uns die Laue... Laue? Laue, Elung? Also lauf! Ach Gott. Ja, dann lauf. Lauf, Elung, lauf! Was? Minen? Zwischendrin? Okay, das... Und dann wahrscheinlich anhalten, weil ich bezweifle, dass wir nach vorne durchkommen. Also es wird ein ganz knapper Sprung von der letzten Kante bis rüber dann. Okay, dann müssen wir ein bisschen auf unser Timing achten. Und zwar... Jetzt! Aha, aha. Und... Was? Stopp! Ah. Stoppschild. Was sucht denn hier bitte ein Stoppschild? Muss ich Elum da drüben absetzen? Nein. Elum muss hier bleiben. Oder warten. Au. Also. Rüber. Oh, oh, oh. Sprung. Können wir wieder aufstehen, noch ein Stück ran, Sprung und wieder unten drunter durch. Da drüben haben wir zwei Slicks und hier so, so ein Störgerät. Oh, die schießen! Ja, hier rüber, verdammt, das habe ich gar nicht gemerkt. Also jetzt habe ich es gemerkt, aber viel zu spät. Gut, okay, aber... Jetzt können wir da ganz, ganz smooth... Durch, zack, ja, noch einen Schritt vor. Oh Gott, war das knapp. Jetzt bin ich aber richtig erschrocken, weil ich gedacht habe, er springt gleich und dann läuft er doch noch so einen kleinen Schritt. So, ihr könnt jetzt ballern, wie ihr wollt. Ich sitze. Und jetzt dann hier hoch. Oh, hier haben wir wieder die Slogs. Jetzt, okay, wahrscheinlich... Rennen. Oh, verdammt! Oh, war das knapp. Wow, war das knapp. Okay, kommen wir hier runter, oder? Ja. Ach, jetzt sind wir ja schon wieder da, können den Fahrstuhl rufen. Und jetzt dann... Das ist nicht zu hoch. Okay, das ist nicht zu hoch. Mit Elum eine kleine Fahrstuhlreise. Weiter nach oben. So, und da sind wir auch schon. Steigen gleich wieder auf und nehmen den Checkpoint mit. Und hier geht's weiter mit der Highspeed Elum. What the fuck? Aktion. Elum war ein überaus flinker Lindwurm und so gelangte Abe schon bald zum Turm. Das ist also ein Lindwurm. Ernsthaft. Den ist kein besserer Name für Elum eingefallen als Lindwurm. Dem kleinen Saurier-ähnlichen Tier. Das finde ich keine
Ähnlichkeit mit einem Lindwurm hat. Gut, vielleicht ist es auch nur eine schlechte Übersetzung. Ich weiß jetzt leider nicht, als was er im Englischen betitelt wird. Kommt er jetzt hier nicht hier runter oder muss ich den hier runter reiten? Muss ich dich hier runter reiten? Komm. Ja, ich muss dich hier runter reiten. Warum auch immer du hier nicht runterkommst. Passwort? Was ist das Passwort? Also ich kann hier gar nicht. Was? Okay. Was? Okay. Hier kommen wir hoch. Minen und ein Schalter. Da drüben gibt es Steine. Und hier unten ist ein Schalter und eine Spirale dran. Was auch immer die Spirale bedeutet. Der bringt uns immer noch hierher. Bringt uns der jetzt vielleicht nach oben? Ja! Das heißt, wir können von hier aus den Stein werfen und da ist alles frei auf der anderen Seite. Ab geht's nach oben. Den Schalter betätigen. Aha, und wenn ich jetzt springe, dann zerbirst mir wahrscheinlich der Kopf an der... Nein, er springt drüber. Sehr schön. Jetzt haben wir hier wieder so eine schöne Steintafel. Okay. Tief, hoch, hoch, tief. Tief, furzen, oder? Nochmal. Tief, hoch, hoch, tief, tief, furzen. Okay. Okay. So. Okay, muss ich erst Hallo sagen? Okay, jetzt funktioniert es. Ganze. Ah, ich glaube, wir müssen mit ihm hier hoch. Können wir noch weiter hoch? Nein. Achso, nö, das reicht sogar schon. Wir müssen gar nicht darüber zu dem. Ich hatte schon gedacht, wir müssen zu ihm rüber. So. Okay. Oh. Ich glaube, da geht es jetzt gleich wieder ein bisschen rätselmäßig weiter. Und wenn ich nämlich auf die Uhr gucke, dann können wir die Episode ja auch beenden. Wenn euch die Videos gefallen, dann schaut doch einfach auf meinem Channel vorbei. Und dort könnt ihr auf den Abo-Button klicken und bleibt dann immer auf dem Laufenden, was mit den aktuellen Videos so passiert, was kommt. Und ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Video bewerten könntet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Oddworld New and Tasty. Bis dann. Ciao.